Hallo, grüß euch, willkommen zu einem neuen Video. Servus. Heute geht es um die Walze. Ich habe es ja schon angekündigt, das Projekt. Ich möchte jetzt zumindest mal ein bisschen anfangen mit der Walze. Und zwar möchte ich... Ich habe hier schon mal den Deckel runtergeschraubt. So schaut es innen drin aus. Hier fehlen Lager. Und soweit ich weiß, gehören hier Holzlager rein. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, da Holzlager reinzubauen. Entweder fertigt man das Lager selber an aus Holz oder man kauft es fertig. Ja, ich wäre nicht ich, wenn ich es nicht probieren würde, da eins selber zu bauen. Und zwar nehme ich da Eichenholz her. Ich habe irgendwo hier vorne habe ich noch einen Eichenholzstamm rumliegen, so einen kleinen. Also das ist Eichenholz, das ist, Fichte, das ist aber Eichenholz und das nehmen wir her. Ich werde versuchen, aus diesem Eichenholz einen Block rauszuschneiden oder zwei Blöcke rauszuschneiden, die man hier als Lager einsetzen kann. Andere Idee habe ich dabei nicht. Ja, das nächste, was gemacht gehört, hier gehört die Deichsel wieder hingeschweißt. Die ist jetzt ab. Die liegt hier. Also hier ist die Deichsel. Hier gehört es hingeschweißt. Das, hier war es dran. Die ist aus Transportgründen abgebaut worden. Oder weg mit dem Trennschleifer, also mit der Flex abgeschnitten worden, dass man es transportieren kann. Nicht für mich, ich hätte es transportieren können. Das hat der gemacht, weil es auf dem Schrottplatz gelandet wäre. Und ich sie mehr oder weniger vom Schrottplatz gerettet habe. Aber klar, ein bisschen hergerichtet kurz. Aber ich denke mal, das ist machbar. Ja, wie schon gesagt, hier die Lager, die gemacht können. Auf der Seite habe ich den Deckel noch zu. Die andere Seite habe ich deswegen schon auf, weil bloß eine Schraube drin war. Hier sind vier Schrauben drin, die muss ich erst schauen, dass ich es aufkriege. Ich habe es hier schon mit WD-40 eingesprüht, die Schrauben. Und dann schauen wir mal, dass wir das aufkriegen. Hier habe ich gesehen, fehlt mir ein Verschluss. Also hier kann man in diese Walze, das ist eine 1,2 Tonnen Walze mit zusätzlich noch 2 Kubik Wasser, was da reinpasst. Sprich, wir haben dann insgesamt 3,2 Tonnen so ungefähr oder 3,3 Tonnen Walze. Hier brauche ich noch einen Verschluss, da habe ich auch noch keinen. Muss mal schauen. Es dürfte aus dem Sanitärbereich irgendwas sein, was da reinpasst. Genau. Ja, also diese Lagerblöcke. Ich habe jetzt mal versucht, dieses Holz grob mit der Kettensäge auszuschneiden. Theoretisch wollte ich es jetzt so nehmen, also mit der Kettensäge ausgeschnitten. Erstens gefällt es mir überhaupt nicht. Zweitens maßhaltig ist das auch nicht. Also es passt hinten und vorne nicht. Zumindest nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und das nächste Problem, die kommen ja hier auf die Achse geschoben, also hier muss ich bohren, werden dann hier so auf die Achse geschoben und außen rüber durch diese, durch diesen Käfig halt, dann, ne, Käfig, also durch diesen Metallbehälter, kalten, sag ich mal. Das Problem, zeige ich euch jetzt, was ich habe. Es gibt ja diese Kreisschneider. Wenn ich mit dem hier jetzt reinschneide, ich komme so tief und das war's. Tiefer komme ich nicht rein. Ich muss aber bis hier hinter kommen. Also ich muss komplett das ganze Holz durchschneiden. Das schaffe ich mit meinen Mitteln gar nicht, was ich habe. Dann habe ich gemeint, okay, wenn das nicht geht, dann bohren wir die ganze Zeit rein, bohren lauter Löcher rein.
Ja, auch das ist jetzt ehrlich gesagt nicht so einfach, das Ganze zu bewerkstelligen. Ich habe auch keinen so langen Holzbohrer jetzt. Und ja, ich habe es jetzt erst einmal beiseite getan. Ja, dann ist mir was anderes eingefallen. Ihr seht es schon hier, diesen Stapel. Ich habe mir Siebdruckplatten zuschneiden lassen im Baumarkt. Die ganzen Siebdruckplatten hier kosten mich oder haben mich gekostet 20 Euro. Komplett auf Maß zugeschnitten. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist diese Kanten abschrägen mit der Fräse, mit der Oberfräse. Hier diese Kanten. Dann werden die aufeinander geklebt und zwar immer so 8 Stück oder so. Wie viel sind es jetzt? 1, 2, 3, 4. Ja, 6 sind es jetzt bloß. Dann müsste ich noch 2 auspacken. Die kommen dann so aufeinander. Natürlich bohre ich vorher jedes einzelne mit der Säge durch. Und jedes einzelne kommt hier Bohrung rein für die Achse. Danach werden es zusammengeklebt und mit langen Schrauben. Ich habe zum Beispiel hier diese. Mit den Schrauben hier nochmal verschraubt, 4 Stück. Hier ist ja eh dieser Metallkäfig außenrum, also da kann sie nicht abhauen. Da kann sie nicht abhauen. Und passgenau sind sie auch drin. Schraube durch und fertig. So mache ich das jetzt, so probiere ich das jetzt. Die Siebdruckplatten sind ja von der Haltbarkeit sehr gut. Sie sind wasserfest, sie sind sehr stabil, sie werden ja im Fahrzeugbau eingesetzt. Anhängerbau und so weiter. Und von dem her halten die auch was aus. Also das sind Siebdruckplatten aus Buchenholz. Und da kann ich jede einzelne dann natürlich durchsägen. Verkleben könnte man die Siebdruckplatten auch. Verkleben geht zum Beispiel mit einem Kraftkleber von Patex, damit kann man die Siebdruckplatten kleben. Also mit Leim braucht man bei denen jetzt nicht anfangen, das geht gar nicht. Da ich das letzte Mal mit dem Wolfkraftbohrer so zufrieden war und der sogar der ist für Aluminium, für Eisen, für Holz, der ist für alles geeignet. Also die Walze hat einen Wellendurchmesser von 85 mm. Ich habe meinen Bohrer von Wolfkraft mit 86 mm bestellt. Also der kommt heute. Der passt leider auch nicht. Der hat ein Maß von 92. Der ist so abgestuft, dieses kombinierte Set ist abgestuft 60, 68, 75, 83 und 92. Ja, 92 würde eventuell noch gehen, aber ich wollte es ein bisschen maßhaltiger haben, deswegen habe ich es jetzt in 86 mal bestellt. Dann bohre ich das hier ein und dann schrauben wir es zusammen. Gut. So, der Bohrer ist gekommen. Der ist schon nochmal größer als der andere. 86 mm. Wellendurchmesser haben wir 85 mm von der Walze. Als erstes markiere ich mir jetzt bei einem die Mitte. Gut, der Bohrer ist drin. Dann passen wir uns die Höhe noch etwa an, sodass wir nicht so viel Hub haben und wir die Platte trotzdem noch rauskriegen. Hier habe ich mal so eine kleine Halterung gebaut, wo ich die ganzen Platten reintun kann. Deswegen ist hier schon mal ein Loch gebohrt, einfach nur mal, dass ich das zentrieren konnte. Ich tue jetzt Platte für Platte hier einsetzen und kann es bohren. Den Bohrer fixiere ich mal jetzt hier in der Höhe. Dann kann er nach oben nicht weg. Jawohl. So, dann holen wir ihn raus.
kleines bisschen höher muss ich es noch, sonst komme ich nicht raus. So, so passt. So. Also auch die Öffnungen hier für den Schraubendreher, um diese Scheiben rauszukriegen, das ist super. Also diese, bei den anderen ist ja keine Öffnung da. Also das ist schon toll. Ja, bohren tut er eins auch. Gut, dann schauen wir mal. Ob es übereinstimmt. Na. Perfekt, würde ich sagen. Und so machen wir jetzt weiter mit den ganzen. Alle Teile sind jetzt geschnitten. Insgesamt haben wir jetzt 16 Stück. Eine Höhe haben wir hier von 19 cm. Das passt vom Lager her. Also ich habe 18 cm, glaube ich, ausgemessen. Wenn es nicht ganz passt, muss ich halt hier noch einen Zentimeter am Schluss abschneiden. Ich verklebe die jetzt miteinander. Ich habe jetzt keine Ahnung. Also ich weiß, Leim geht nicht. Ich habe was gelesen, dass eben der Kraftkleber von Pattex gehen soll. Ich probiere es jetzt einfach mal an. Schauen wir mal. Ich kann es nicht sagen. Wahrscheinlich wird der jetzt auch nicht so gut halten, weil die Fläche ja glatt ist. Aber ich habe jetzt keine. Entweder geht's oder es geht nicht. Also muss ich jetzt schauen. Das Verpressen mache ich am Schluss. Ich will es jetzt erst einmal kleben. Normalerweise müsste ich bei dem Kleber jetzt beide Seiten immer 15 Minuten antrocknen lassen. Ich probiere es jetzt einfach mal auftragen und direkt kleben. Habe ich auch schon oft gemacht. Geht eigentlich auch, dass man es nicht antrocknen lässt. Halten tut es bis jetzt immer. Und verpressen tue ich es ja am Schluss eh mit den Klemmen, die ich, also mit den hier, mit den Zwingen. Also schaut ganz gut aus, dass das jetzt alles mittig ist. Dann lassen wir es mal so trocknen. Und wenn das trocken ist, verkleben wir die Seite, verkleben wir das andere Teil. Ja. We'll be right back.
fräse jetzt diese Rundung hier ein, habe das Ganze noch verschraubt. Bin gespannt. Also ich brauche jetzt hier die Oberfläche jetzt nicht zu behandeln, die Kanten. Ich meine, es verschwindet dann in der Walze drin als Lager. Ich bin jetzt gespannt, ob das Ganze jetzt so hält. Aber es ist ein fester Klotz, der so nicht mehr auseinander geht. Und wenn ich den jetzt reinkriege, ja, bin gespannt. Das probieren wir einfach aus, ob das so passt. Schauen wir mal, ob das passt für das Lager. Mit den Schrauben tue ich es jetzt mal nach hinten. So, das erste Lager ist drin. Habe ich jetzt ein bisschen draufhauen müssen. Ich meine, streng soll es gehen. Locker wird das Ganze von selber noch ein paar Mal walzen. Das Problem ist jetzt nicht, dass es fest ist, sondern das Problem, also ich habe hier ein paar Millimeter zu groß gebohrt. Das Problem ist, dass es schief steht, die Walze, weil auf der anderen Seite ist ja noch kein Lager drin. Jetzt ist hier auch ein bisschen schief. Sobald ich die andere Seite jetzt das Lager rein tue, dürfte das alles wieder passen. Ja, Fett habe ich auch ein bisschen drin. Dann können wir hier zumindest wieder die Platte drauf tun und die andere Seite machen. Schauen wir mal, dass wir die Seite jetzt hier aufkriegen. Die ist natürlich auch sehr verrostet. Ja, laut wird es wieder. Seite genau dasselbe. Holzlager fehlt, kein Lager drin. Dann werden wir auch hier, wie mache ich das jetzt hier am besten? Ich hebe hier das hier mit dem Jan mal hoch, mit dem Gurt hier auf der Seite anheben, dann muss ich es nicht halten und kann das Lager einfacher reintun. Jetzt muss ich das Ganze noch ein bisschen runter tun.
So. Gerade Fett reingetan. Jetzt schauen wir mal, dass wir das hier gescheit reinbringen. Also, Lager ist drin, auf der anderen Seite auch. Dann schrauben wir jetzt die, also natürlich ist es leider nicht mittig. Ich glaube aber, dass das gar nicht so schlimm ist, wenn das nicht mittig ist. Muss man dann schauen, wie wenn die Deichsel angeschraubt wird. Also zumindest ist hier der Abstand größer. Wie hier. Aber ich denke, das geht dann schon über die Bewegung einmal, dass sich das irgendwie gerade stellt und ein bisschen Spiel wird da immer drin sein. Also ich weiß nicht, ob jetzt das Sinn macht, hier komplett alles zu entrosten, weil da ist man ja ewig beschäftigt und die Walze steht ja eh die ganze Zeit draußen. Ich wüsste nicht, also ich glaube nicht, dass das jetzt viel bringen wird. So, neue Schrauben. In dem Fall tue ich jetzt Edelstahlschrauben rein. Hinten wieder Federring. Also die Lager sind jetzt soweit erneuert, dass man zumindest die Walze mal ein bisschen ziehen kann und schieben kann, ohne dass gleich das ganze Gehäuse da drum herum kaputt geht. Ich habe hier unten die Möglichkeit, meine Schlaufe anzuhängen, meinen Schlupf anzuhängen und kann sie dann mit dem Janmar, ich hoffe das geht, über die Brücke hier bei mir ziehen und dann drüben hinter das Haus hinzustellen. Weil da kann ich es dann schweißen. Hier habe ich die Möglichkeit leider nicht. Mein Kabel geht leider nicht bis hierher. Also muss ich versuchen, jetzt die irgendwie da rüber zu kriegen. Und das werden wir jetzt schauen, dass das geht. Dass ich es rüberziehen kann. Und vielleicht pendelt sich ja die Walze dann schon mal aus. Also ich habe schon recht gehabt, es gleicht sich ein bisschen aus durch die Bewegung einfach. Hier jetzt auch. Also irgendwo in dem Bereich wird es halt dann sich einpendeln, das Ganze. Ja, ich muss jetzt hier einmal um die Kurve rum, rückwärts geht ja jetzt gerade nicht mit der Walze. Also muss ich hier schauen, dass ich hier einmal rumfahre.
glaube aber, den Schlupf mache ich ein kleines bisschen kürzer. Noch ist es ja nicht schwer, die Walze. Sie ist ja jetzt halt leer. Na ja gut, auch eine leere Walze sind jetzt bei 1,2, 1,3 Tonnen. War jetzt überhaupt kein Problem. Ich hätte es mir schwieriger vorgestellt. Also die Walze ist jetzt hier an der richtigen Stelle. An hier schweiße ich es. Für das Video war es. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dankt es mal bitte mit einem Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert es mich. Und im nächsten Video werden wir versuchen, dann die eigentlich gehe ich schon davon aus, dass wir es schaffen, die Deichsel wieder an die Walze anzuschweißen. Also dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Ciao.